Herzlich willkommen zum Wochengruß 2222 aus der Jablonskistraße an diesem wunderbaren Pfingstsonntag. Ich hoffe, heute ist wirklich der 5. Juni. Ja, heute ist wirklich der 5. Juni, Pfingstsonntag. Und wir haben gerade ein Masterwochenende hinter uns gebracht. Und Matthias ist noch an der Kamera. Und ich vermute mal, du zoomst das jetzt gerade alles so richtig hin, dass es gut passt. Ich bin im Zustand der angenehmen Erschöpfung nach einem wirklich coolen, begeisternden, aber auch stellenweise anstrengenden Wochenende. Wo zoomst du denn jetzt hin? Jetzt sehe ich genau den richtigen Ausschnitt. Jetzt sieht man dich und mich gleich auf dem Stuhl. Das finde ich gut. Also man sieht dich jetzt schon auf dem Stuhl. Ganz genau. So. Jetzt können wir auch mal zeigen, dass wir ja heute im Partnerlook sind. Also richtig. Beide mit. Ganz genau. Heute in Blau und dem S für Super Matthias? Für Superman oder auch für ja. Nachdem das ja irgendwie, glaube ich, das begeisterndste Wochengrußvideo war, wo wir hier so nebeneinander saßen, dachten wir, das machen wir gleich nochmal und hast das T-Shirt zwischendurch einmal gewaschen, aber dann wieder angezogen. Ne? Ja, natürlich. Das ist ein Tick auch ausgeblichen. Richtig, genau. Ich suche noch eine Form für diesen Wochengruß, aber ich glaube, ich habe inzwischen eine gefunden. Ich fange mit einem kleinen Infohäppchen an zu dem, was wir am Wochenende gemacht haben. Kannst du mal überlegen, was du das Erwähnenswerteste fand? Also was ich gern noch mal so mitteilen wollte, ist, eine Sache, die wir dieses Wochenende gemacht haben, war Arbeit mit Werten. Und da habe ich kurz vorgestellt, diese Idee, dass in dem Psychografie-Dreieck Erkenntnistyp, Handlungstyp, Beziehungstyp und die drei Bereiche, ist ja jeder auch mit Werten verbunden. Und ich frage mich ja, wie kommt es, dass manche Leute sich auf den Weg machen zur persönlichen Entwicklung und andere verharren noch und lassen sich ein bisschen Zeit. Und ich glaube, eine Idee ist, in deinem Persönlichkeitsbereich ist der Appetenzwert, also das Erstrebenswerte, über dem Aversionswert, also dem Vermeidenswerten. Und im Entwicklungsbereich ist es andersrum. Konkret bezogen auf mich als Erkenntnistyp zu Beginn der Entwicklung. Im Erkenntnisbereich lockt die Erkenntnis und droht der Irrtum. Im Handlungsbereich lockt der Erfolg und droht das Scheitern. Ich als Erkenntnistyp denke mir, dann irre ich mich halt. Das ist halt der notwendige Preis, um die Erkenntnis zu bekommen. Aber bevor ich scheitere, will ich lieber keinen Erfolg. Und das ist das Lustige, dass quasi im Entwicklungsbereich ist der Aversionswert höher und im Persönlichkeitsbereich ist der Appetenzwert höher. Und da ist eben meine Idee, dass man zum Beispiel einen Beziehungstypen fragt, wieso stört dich das nicht, ins Fettnäpfchen zu treten? Das würde doch jedem anderen Menschen den Angstschweiß ins Gesicht treiben, so der Gedanke, ich beflirte da vielleicht irgendetwas und krieg als Antwort ein entsetztes Gesicht und ihr Beziehungstypen planscht da gemütlich in Fettnäpfchen und denkt, das Leben macht Spaß, oder? Eine sehr, sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, für mich ist es quasi mehr oder weniger der Einstieg in ein gutes Gespräch. Das habe ich so oft von Beziehungstypen gehört. Also Fettnäpfchen ist der hast du gehört? Fettnäpfchen ist der Einstieg in ein gutes Gespräch. Aber im Grunde hast du recht, weil ich würde auch sagen, der Irrtum ist oft der Anfang eines spannenden Denkprozesses, ne? Und zumal, wenn ich dem anderen zeige, okay, es ist okay, wenn man auch mal ein Fettnäpfchen aufmachen darf, dann gebe ich dem anderen ja auch die Chance, sich zu öffnen. Dann ist möglicherweise, dass die Handlungstypen sagen, Scheitern ist der Beginn des Erfolgs. Siehst du, da reagieren wir beide so. Naja gut, ich meine, letztendlich, wie wird man erfolgreich, indem du halt einmal mehr aufgestanden bist, wie du hingefallen bist. Das stimmt. Ich fand es ein spannendes, also wirklich eine spannende Idee zu gucken, wie ist das. Und falls du sagst, das ist unterkomplex, habe ich mir überlegt, wie kommst du denn dazu? Und dann wird es jetzt leider echt komplex. Ich glaube, das Verrückte ist, warum man im Persönlichkeitsbereich den Appetenzwert über den Aversionswert stellt, ist, dass es den Aversionswert in einer zweiten Version gibt, wo der im Hintergrund drohend richtig schlimm ist. Also ich glaube, dann ist beim Beziehungstypen nach dem Motto, ich will doch nicht alleine sein. Und bevor ich alleine bin, da gehe ich lieber ins Fettnäpfchen, weil auf dir kriege ich Beziehung. Und genauso würde ich sagen, ich als Erkenntnistyp, also der Gedanke, dass ich im Leben in Dummheit verweilen müsste. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, das habe ich auch am Wochenende gesagt, dass du im Persönlichkeitsbereich den Aversionswert in Kauf nimmst, weil du da den Weg schon begonnen hast. Ich bin schon auf dem Weg.
Während im Entwicklungsbereich sieht das oft so aus, da muss ich erst anfangen, um Gottes Willen, da drohen die Monster. Das war also für mich jetzt eine von den tollen Sachen an einem Wochenende. Was war für dich an einem Wochenende, ist das toll? Also ich fand, also natürlich waren alle Sachen waren ganz toll, ganz klar. Wenn ich jetzt auf eine Sache festlegen würde, würde ich auch sagen, also am faszinierendsten fand ich, dass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz einfach seine Wertehierarchie aufbauen kann, einfach aufstellen kann mit Kärtchen zum Beispiel und sie dann einfach verschieben kann. Und dieses einfache Verschieben hat einen ganz verblüffenden Effekt im Verhältnis zur aufgewendeten Zeit. Und das ist einfach faszinierend. Habe ich auch gesagt, Wertearbeit ist die mit dem absurdesten Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Der Aufwand ist echt lächerlich gering und der Ertrag kann sein eine komplett neue Persönlichkeit. Ich glaube ja, das ist der Grund, warum Wertearbeit, obwohl sie so einfach ist, Teil des Mastercurriculums ist, damit man halt verantwortlich damit umgeht. Aber du hast völlig recht, es ist gerade verglichen mit Glaubenssatzarbeit, selbe Ebene. Ebene 4. Glaubenssatzarbeit ist so ein zum Teil ein Kuddelmuddel, da einen Glaubenssatz zu ändern. Richtig, ganz Werte, genau. Wupp. Anders. Und spannend ist vielleicht auch nochmal der Punkt, also im Prinzip, man kann sich ja jeden Wert in seine Wertehierarchie einbauen, den man möchte. Man muss halt nur wissen, alles hat seinen Preis. Ja. In der einen Demo mit der einen Frau, deren Namen wir nicht nennen, weil wir wissen nicht, ob sie das möchte, dass wir ihren Namen nennen, kam ich ja aus Verzweiflung. Das war auch cool. Also wir hatten eine Demo, ich würde ja sagen, die ging schief. Aber sie ging auf eine sehr interessante Art schief. Und Matthias meinte hinterher, das war so toll, diese Demo anzusehen, weil er natürlich als erfahrener NLPler schon so und so viele Kurse gemacht, auch in einer Demo, die im Grunde nicht zum erwünschten Ergebnis führt, immer noch viel sieht. Die Teilnehmer guckten zum Teil ein bisschen... Und da war ja, ich habe ja dann zwischendurch alle möglichen Sachen probiert, um die zum Laufen zu kriegen. Und da fand ich cool, dass ich dann der Teilnehmerin einmal das Gegenteil von ihrem Wert versucht habe zu verkaufen als neuen Wert. Und das hat sehr Spannendes gemacht. Also der Wert von der Frau war oder ist immer noch Authentizität. Und der war auf eins, hat aber auch gleichzeitig ein paar Schwierigkeiten gemacht, also ein bisschen rumgeruckelt. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn für dich das Gegenteil von Authentizität? Und dann meinte sie, ja, dann wäre ich eine Mogelpackung. Da habe ich also Mogelpackung geschrieben und habe das da reingenommen und habe sie dann gefragt, wie werden das, wenn wir Authentizität rausnehmen und Mogelpackung rein? Und dann kam diese spannende Reaktion von ihr, nämlich ungefähr so. Nein, das kann ich nie machen. Also so ein Strahlen. Und du merkst, das ganze System freut sich und denkt sich, das kann ich doch nicht machen, dass ich als Mogelpackung rumlaufe. Und das ist ganz oft das Erstaunliche, dass wenn man sich mal irgendwas erlaubt, was man sich vorher verboten hat, dass man merkt, da ist doch ein Projektionsrückgang nach Peter König, da ist das doch mit drin. Sonst fand ich noch cool, heute früh haben wir 1,5 Stunden über die Welt als solche geredet. Richtig. Irgendwie ergab sich so allgemeine menschliche, gesellschaftspolitische, weltgeschichtliche Themen und wir haben uns auf NLP unterhalten und das fand ich auch großartig, so ist NLP gedacht. Okay? Ganz genau, richtig. Dann mache ich mal einen Wochenrückblick und Vorblick. Auf die Schnelle. Letzte Woche war, heute ist Wochenende. Letzte Woche war Wochenende. Dann hatte ich Dienstag den Podcast. Hast du ihn gehört? Den vom Dienstag war welcher nochmal? Das war der übers Lernen. Ich habe den, doch, den habe ich gehört. Ja, richtig. Ich muss auch zugeben, dass ich inzwischen manchmal meine Podcasts verwechsel, mit der Lernschleife. Jetzt weil ich die ja manchmal richtig, genau. Auch schon eine Woche vorher aufnehme. Richtig. Aber ich glaube, du hattest mir Feedback drauf gegeben. Stimmt, den mit der Lernschleife. Jetzt kommt die Erinnerung richtig. Da habe ich viel gutes Feedback bekommen. Ich glaube, ich mache morgen, ich werde ja morgen den für nächsten Dienstag aufnehmen, wieder, ich mache weiter zum Thema Lernen. Da ist noch so viel übrig und das Thema liegt mir wirklich auch am Herzen. Dann kam Donnerstag mein Studio Jablonski-Webinar. Also Podcast steht noch online und... Du hast einen Trick entdeckt, wie man ihn schneller abspielen kann, aber ich glaube, den können wir nicht offiziell machen. Wenn du ihn schneller abspielen oder runterlassen möchtest, geh auf diese Anchor-Seite, die ist da auch verlinkt und da kannst du ihn dir runterladen und schneller abspielen. Dann hatte ich Donnerstag das Studio Jablonski-Webinar über Überzeugungsstrategien. Das fand ich auch sehr schön, sehr gelungen. Ich kann fast wieder sagen, das Coolste war hinterher die Frage- und Antwortteil, aber der ist nicht aufgenommen. Boah, war das eine knackige Stunde, die wir da hatten, weil da war einer, der hat eine Frage gestellt, wie kann ich meine Freunde von was Bestimmten überzeugen? Und ich glaube, es war ihm nicht so richtig klar, dass eigentlich alle 50, die außer ihm noch da waren, genau davon nicht überzeugt waren. Es war sehr pikant. Cialdini habe ich gemacht, Slide of Mouse Pattern, soweit in der Richtung. Nächste Woche ist im Studio Jablonski dann die Caroline mit Change History. Da erinnere ich mich richtig. Und gestern war ein Newsletter.
Optimismus, ist Gott ein Optimist? Und da habe ich eine lange Geschichte abgedruckt. Ich glaube, manchen war die zu lang, aber die ist halt einfach so lang. So eine chinesische Geschichte von einem Mann und einem Pferd. Mhm. Das habe ich auch gelesen. Ne? Also der Mann, der ein Pferd hat und ein ganz tolles Pferd und er will das nicht verkaufen. Plötzlich rennt das Pferd weg und alle sagen, oh du Armer. Und er sagt, wer weiß. Dann kommt das Pferd zurück und bringt ein Dutzend andere Pferde mit aus dem Wald und sagen alle, du Glücklicher. Und er sagt, wer weiß. Und so geht die weiter. Und es passieren ihm immer Sachen, wo er sagt, bewertet nicht. Du kennst nicht das Ganze. Und ich nehme das als Anlass, um halt zu zeigen, dass Optimismus und Pessimismus sich weniger darin unterscheiden, wie ich einen einzelnen Sachverhalt betrachte, weil bei dem ist normalerweise glaubt, der angenehm oder unangenehm ist, sondern wie der Hintergrund ist, wie der Rahmen ist, was ich daraus schließe, was daraus folgt, was es bedeutet, wie es dazu kam. Und das wissen wir oft nicht und da unterscheidet sich Optimismus und Pessimismus. Am Ende habe ich noch, ich sage es jetzt mal einfach, auch wenn du den Newsletter trotzdem lesen kannst, diese geniale Idee von Frau Birkenbiel, die hat mir mal gesagt, dass sie, die war ja sehr in Sorge, Frau Birkenbiel, das war eins ihrer persönlichen Themen. Und dann hat sie mal eine Zeit lang aufgeschrieben, ich habe das dann auch mal gemacht, worüber sie sich eigentlich Sorgen macht. Und dann hat sie nach ein paar Wochen oder Monaten geguckt auf ihre alten Sorgen und hat gemerkt, dass ungefähr 99% ihrer Sorgen hat sie sich gemacht, entweder über Kleinigkeiten, über Sachen, wo sie eh nichts machen kann oder über Dinge, die nie eingetreten sind. Und sozusagen 1% waren Sorgen, die hätten was sie gebracht, aber sind die den ganzen Aufwand weg? Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe meine Zeit lang in mein Tagebuch aufgeschrieben, was sind denn gerade so die aktuellen Themen, über die man sich in der Welt Sorgen macht. Mhm. Wenn du die nach 1-2 Jahren liest, denkst du oft, ach stimmt ja, das war ja mal irgendwann. Es ist so absurd. Also das ist für mich Optimismus, die Sachen in einem größeren Rahmen auch zu sehen. Okay, also nächste Woche Dienstag kommt nochmal der Podcast über das Lernen Fortsetzung. Donnerstag kommt Caroline mit Change History. Samstag kommt Pessimisten küsst man nicht, die Fortsetzung von dem Optimismus-Podcast. Und dann ist nächste Woche Coach-Abschluss. Ist auch cool. Und in 4 Wochen Erlebniswochenende. Es gibt gerade noch 14 freie Plätze, ich sag's nur. Und im Grunde 12 Minuten, perfekt. Ja, super. Dann, jetzt kommt die Stelle, die hatten wir vorher besprochen. Jetzt probiert Matthias, während ich nette Schlussworte spreche, dass er hier drauf zoomt und wir auf dir den Schluss. Es könnte aber auch sein, dass er von diesen wunderschönen Blumen so abgelenkt ist, dass das der Schlusstitel wird. Wir sind gespannt. Matthias, darf ich dich bitte den Schlusszoom zu machen? Und ich mache nochmal kurz so, damit ich im Schlussbild auch mit drin. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche frohe Pfingsten. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag, spätestens im Wochengruß und im Podcast und im Studio Jablonski, wir diesmal nicht, und im Newsletter. Und darf ich aufhören, Matthias? Gut, tschüss!